Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark. Weiterhin hier mit Jan. So. Müssen wir noch ein bisschen Metall holen. Wir müssen echt unbedingt den Server ein bisschen sich generieren lassen, weil... Immer ein bisschen halt wieder am... Da, wo ich die ganze Zeit Metall geholt habe oder so, ist nichts. Ja, aber eigentlich jetzt auch ohne Scheiß. Wir nehmen über 3 bis 4 Stunden auf und letztes Mal ist schon nichts gespawnt vom Gefühl. Und jetzt auch schon wieder nicht. Hä? Also irgendwie, entweder die Respawn-Rate ist wirklich extrem beschissen eingestellt. Oder uns kam das früher nie so vor, weil wenn du, was weiß ich, einen Tag Pause gemacht hast oder nicht gespielt hast oder nächsten Morgen wiedergekommen bist, war alles wieder gespawnt, also. Oder wir müssen uns beide mal aus der Region entfernen. Auch sein. Wäre auch nicht unrealistisch. Ja, what the fuck, wo ist denn das ganze Metall geblieben? Ja, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Muss ich erst hier 2 Stunden rumfliegen? So geht das nicht. Dann können wir hier das Gewächshaus dran bauen. Auf das freue ich mich so, das Gewächshaus, Alter. Kann ich dir gleich mal zeigen, wo wir da hinbauen? Habe ich hier so. Oh, ich stehe auf Gewächshäuser, Leute. Das macht mich ganz wuschig. Nein. Okay. Können wir hier später die Brutkammer irgendwie hinmachen? Oh, das musst du unbedingt wieder dann so richtig machen wie. Ich kann ja mal, wenn ihr jetzt hier. Ich bin doch schon da. Ich bin doch schon da. Was ist denn der, ne? Nur Parke, Alter. Weißt du, was du machen musst? Diese Kante hier irgendwie ausgleichen mit irgendwas. Ja, gut, man kommt hier einfach nicht hoch, ne? Wo bist du da? Hallo, wie geht's dir? Wenn wir hier unser Ding ist hier, ne? Ja, unser Paarungsraum. Oh, ah, ja, blablabla. Hose runter. Hose runter! Okay. Okay. Dann machen wir hier dran unser Gewächshaus hier. Ja. Das wächst gar nicht. Warum wächst das denn gar nicht? Das hat Wasser, das hat alles. Braucht Zeit. Treibhauseffekt 0, Alter. Kommt nix. Jetzt wollte ich ausprobieren mit diesem Wasser. Wenn das hier mit diesen Wasserrohren klappt, Alter, das wäre episch. Oder wäre das echt, Alter, dann schreibe ich den Modder an und krieg den Kuss oder so. Ja, weil das mit dem... Und ganz unten da so ein Wasserleitung nach oben ziehen, Alter, dann höre ich auf. Dann höre ich auf. Stone, Pipe. Nix, okay. Pipe. Auch nix, okay. Leitung. Alter, Leitung. Aber nur noch Zündpulver, Leute, dann haben wir's. Zündpulver haben wir auch schon. So, Jan, wo möchtest du gerne die Fabrikator denn hinhaben? Alter. Hä? Den Fabrikator. Ich gebe dir den und du baust den. Okay? Hier, hier meine Seite. Hier. Fabrikator? Ja, hier, den brauchen wir bitteschön platzieren. Ach, dieses fette Ding. Ja. Also hier kommt ja so Willkommensecke, ne? So Eingang. Die kommt so mit Tischen hin und so, weißt du? Deswegen gehen wir mal schön nach oben. Ja. Oben kommt dann so. Okay. Auf Ecke. Vom Fernsehbereich hin, okay. Genau. So ganz nach oben. Ja, aber dann musst du vom Lager nach ganz oben laufen mit den Sachen. Und den hier irgendwo hin. Oh, Alter, ist ja riesig. Ja. What the fuck? Sonst müssten wir noch ein Gebäude bauen, extra für Industrie. Das wäre natürlich auch eine Idee, aber dann ziehen wir unser normales Haus hier nie mit irgendwas zugestellt und bleibt das einfach immer leer. Ja, aber dann müsstest du, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Gas machen. Wie Gas machen? Ja, das war in die Gänge gekommen mit dem nächsten Haus. Dann müssen wir mal gucken, wohin damit, ne? Weil dann müssen wir uns echt ein Fabrikshaus bauen, weil dann brauchen wir ein riesengroßes Mitlageranschluss.
Weil dann könnte man das hier wirklich als Herrenhaus lassen, wo wir wirklich Einrichtungen drinne bauen, etc. Ja, hier wollte ich dann hier, wo ich jetzt stehe, die Ecke verknüpfen mit den Dinges machen hier. Babys und so. Was machst du da? Was ist denn da? Nein, der riecht nach Money. Ja, alles kauft immer ein schönes Haus, macht da kaputt, Junge. Ey, ist er tot. Arschloch. Das ist mein Haus, ein roter Arschloch. Ja, jetzt ist die Fläche zu klein, ne? Nee, ist nicht. Nein, nicht lachen, ist nicht. Ich mach weiß mal. Nicht, in welche Ecke. Alter. Oh. Eine Kralle, ne? Man könnte das hier. Ja, du kannst auch hier den Fabrikator reinstellen. Nur wo das Lager hin, da musst du halt das Lager direkt daneben bauen. Also ich finde das gar nicht schlimm, wenn hier der Fabrikator drin steht. Stehe ich draußen, gucke raus, Fabrikate. Fabrikate. Wir erweitern das Haus hier noch ein bisschen. Machen hier die Wand auf und gehen auch nach hier. Machen hier noch so einen riesen Raum ran. Mir ist es in dem Sinne egal, du musst nur wissen, wo du den Fabrikator hinstellst. Oder mal ganz schnell. Weil wenn, dann muss ja mit Lager drinne sein, ne? Weil sonst bringt es uns ja wirklich gar nichts, ne? Meiner Meinung nach. So nicht? Ja, weil du... Ja, wir stellen ihn einfach hier an die Wand. Ja, dann stellen ihn hin. Dann kann ich bauen. Kann ich nämlich gucken, wie ich das Windrad gebaut kriege und dies und jenes. Wie stellen wir das denn hier? Hallo, Spiel, lass mich. So. Jawoll, das sieht doch gut aus. Bin ich jetzt eigentlich gar nicht überhaupt. Ey, da kommt jemand aus der Wand, ne, müssen abreißen. Ich verarschen. Finde ich eigentlich noch ganz okay. Also fürs Windrad brauche ich 25 Elektronikplatten, 75 Metall und 20 Zement. Okay. Dann muss ich jetzt erstmal beigehen, Leute. Wir nehmen uns hier ein bisschen Öl raus. Nehmen uns Leder dafür die Hälfte. Und schmeißen das in den Brennofen. Leder und Öl, weil dann kriegen wir nämlich Benzin. Ich glaube, so ging das. Ich bin mir jetzt gerade überhaupt gar nicht mehr richtig sicher, aber ich glaube, so war es. Genau. Klauen wir uns hier ein bisschen Holz bei Jan raus, weil dem macht das nichts. Vielen Dank. So, dann machen wir den an. Halt die Fresse! Oh. erstmal den Vogel richtig überschreien hier. So, wir müssen auf jeden Fall Metall herstellen. Wenn wir... Da haben wir noch ein bisschen Metall. Die Zementpaste und die Perlen kann ich mir schon mal mitnehmen. Ja, wenn ich Glück habe, haben wir zur nächsten Nacht schon Strom. Wir hoffen, ne? Das könnte schon ein bisschen haarig werden, aber ich probiere es. Schwester keine? Nein. Aber schneller! Aber schneller, du bist gefeuert, Junge. Du kannst gehen, Junge. Du hast mal eine Kui. Jo, Benzin habe ich auch schon. Ja, jetzt muss ich nur noch Metall holen. Aber du brauchst den Adler gerade, ne? Warte, jetzt. Ja, genau, Adler. Da wollte ich jetzt nachgucken. Wo ist hier? 5 Minuten muss ich jetzt überlegen, wonach ich gucken wollte. Dann brauchen wir für die Scheiße hier. Ach, Kreatin und diese Müllkacke brauchen wir. Haben wir. 150 Liter. So, gehen wir jetzt ran hier. Wir sollten alles davon haben. Oh, Entschuldigung. Zack. War alles in Leder. Leder. Guck in beide Werkzeugkisten. Es sollte auf jeden Fall was da sein. Halt überall durch. Sonst geh unten an den Strand und spiel Arnold.
Ich muss nur Metall ohne Ende besorgen jetzt. Kreatine und so brauchen wir noch. Nicht im Zementpot. Achso, warte. In dem Pot hier, wo du mischen tust, da ist Kreatin. Da ist Kreatin und Citrin. Ich brauche noch 20 Stück oder so. Mit Kreatin zusammengerechnet? Ja. Ja, dann haben wir ein Problem. Wir töten gerade. Müssen wir Dingens suchen, wie heißen sie? Skorpione. Und Kreatin kriegst von 3 Hörnern. Dann gleich töten mit Nadler oder so. Ich gehe dann einfach nach unten und nehme mein Schwert und boxe einfach alle tot. Ich bin so schwer. Rotes Schwerboot. Zack, Junge! Und sie Benzin, Junge! Es geht's los, Junge! Stein haben wir echt schon hier. Ein bisschen was im Lager, du. Ja? War schon mal da, oder was? Zack, hier. 25 Benzin schon, Junge. Tauchen ohne Hilfe wird, glaube ich, nicht normal funktionieren. Also. Ja. Müssen wir uns nochmal irgendwas einfallen lassen, ne? Oh. Jetzt müssen wir mal gucken nochmal. Elektronik, Leute, wir müssen jetzt genau gucken. Wir nehmen das Windrad, wir brauchen 25 Elektronikplatten. 25 Elektronikplatten verbraucht 25 Metall und Perlen. 3. 3 mal 25 macht 30, macht 60. Reicht. Wir haben nämlich 88 Perlen, das reicht. Das ist schon mal ziemlich nice, dass wir die Elektronikplatten schon mal haben. Dann können wir das gute Stück schon mal anschalten und hier maximal. Bam, Junge. Elektronik, Junge. Elektronik. Mega nice, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin gerade so ein bisschen gehypt, dass wir heute doch endlich mal besser vorankommen als die anderen Male. Ja. Das stimmt. So. Was ist denn mit dem großen Ofen? Willst du den hier rein haben für Fleisch brennen oder lassen wir das erstmal? Ja, bitte. Wollen wir den großen Ofen hier reinstellen oder lassen wir es? Großen Ofen? Zum Brennen für Fleisch. So, ja, dann können wir da auch irgendwo reinpacken. Packen wir in der zweiten Etage irgendwo hin. Hallo. Das Fleisch in dem Sinne. Naja. Was hast du? Ich möchte dir vorstellen, den besten Mod für Ark Survival Evolved hier. Bitte, hallo. Ja, simpler Brunnen, Junge. Zack. Ja. So, jetzt kann man beigehen. Wie heißt das andere Wasserding? Diesen Stein brauchst du dafür. Ja, genau. Ja, immer noch so eine Pipeline rüberlegen, ein Rohr hier ran, rüber, würde ich sagen. Weiß man, vielleicht den Boden sowieso noch mal ab und setzen. Ja, aber ist doch scheißegal. Es ist doch nur Stein, was durchgeht. Und Stein haben wir tausende im Lager. Lass den Junge mal rein stehen sein. Weil jetzt hier so ein Ding ist gegen. So. So, und jetzt einfach diesen Stein da, diesen Sprudelstein nimmt man das doch, oder? Ja. Gucken, hier muss ich glaube ich erstmal leer. Nee, da, Stein, Wasser. Ah. Weil es ist blau und eigentlich, wenn die blau sind, diese Dinger sind, ist das mit Wasser gefüllt. So, zumindest war das also, früher so. Holzvorrat, Was? Für den Steinklotz brauchst du Holz. 15 Holz brauche ich dafür und Stein. Ja, krieg ich den. Ich den Anfang. Okay. Brauche ich halt noch Holz für ein Steinobjekt. Außerdem hier rumzuspringen, das macht mich nervös. Nicht? Geil. Einmal herstellen, bitte. Und? Zack. Und? Hand nehmen. Und? Juhu, da gewässert. Ja. Yeah.
Ja. Funktioniert, Alter. Wie geil ist das denn? Bester Mod. Bester Mod. Wirklich ohne Scheiß bester Mod. Meine, das Ding kannst ja, du in, ins du Ding kannst stellen. Hinstellen. Du kannst trinken und da hier Wasser machen. Hier. Oh, keine Rohre und nicht, verlegen. Und nicht, guck mal ran hier. Guck mal, stell dich mal genau hier hin. Ja, und nicht von da hin. Und da Wasser, eine scheiß Pipeline ein bisschen oben. Ja. Weil das ist wirklich bester das Mod. Beste. Wenn du in, auf einen offiziellen Server gehst, siehst du einfach überall nur so diese Steinrohre. Überall. Also ich find's top, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Toll, das gefällt mir. Ja, und jetzt brauchen wir uns darum auch nicht mehr kümmern. So, super geil, Alter. Das ist schon episch, Jan. Ohne Scheiß. Ich find's gerade episch. Das ist auch mega nice. Ach, jetzt habe ich das Metall da hinten drin lang gelassen, Leute. Ist das wirklich mein fucking Ernst? Jetzt sollten wir eigentlich genug haben. Ja, so ein Ei hier, Alter. Regen aber auch Eier hier, meine Güte. Brauchen 9 Stück Verbund. 9 Elektronikteile. 1, 2, 3. Haben so viel kaputt gekloppt? 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Dann haben wir nämlich die Dinger schon mal. Ja, was man jetzt wieder levelt durch die Scheiße, ne? Oh. Und dann benötigen wir jetzt nur noch 75 Metall. Ja gut, das, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Das muss jetzt einfach, wie nennt man das? Brutzeln. So. Du hast gesagt, du brauchst jetzt Tiere, Leder, ja. Ne? Ne, Zitrin, ne? Zitrin und Keratin. Also, ja. Was bist du denn? Ein Dreihorn. Ja, wäre Kreatin. Aber ich hätte eigentlich am liebsten einen, wie heißt da hier so ein. Okay, ja, ich brauche noch 20 Stück. Ja, aber ich suche einfach dann immer hier die Skorpione. Weil Skorpione geben so viel, weißt du? Wo ist eigentlich unser. Fliegt dann immer hier den Tunnel entlang. Meistens sind dann hier irgendwo Skorpione. Mann. Geht's denn hier lang? Was ist das denn hier? What the fuck? Geile Sache. Geil ist das denn? Okay, hier drinnen gehe ich immer farmen. Wie geil ist das denn? Was hast du gefunden? So eine Höhle, die ziemlich weit oben liegt. Habe ich noch nie so drauf geachtet, auf die Höhle, wenn ich ganz ehrlich bin. Und da ist immer Metall und Kristalle drinne. Was? Wie geil ist das denn? Das sind die Hallen, wo die früher sich die Leute mal eingebaut haben, Jan. Wo wir immer gesagt haben, ey Leute, was soll denn das? Die Welt ist so groß, warum müsst ihr euch denn einbauen auf dem PvE-Server, Leute? Habe ich nie verstanden. Nie. Ja. Wenn man Skorpione braucht, findet man natürlich keine. Dann nichts Neues, ne? Ja, wieder so ein Löwe. Warum ist alles voll mit Löwen? Okay. Wir haben wahrscheinlich die ganzen Skorpione getötet. Das ist aber nicht nett von euch. Boah, ich weiß noch, unsere Löwen, Alter, wie stark die waren. Alter. Wir hatten Löwen. Uns 20 Stück davon so. Alter, das war schon übel, war das, ohne Scheiß. Boah, fuck, hab ich mich erschrocken. Boah. Hab mich gerade so ein Riesenvieh angeschrien. Oh, nein, alles gut. Ich bin ganz schnell in die Luft geflogen. Hier ein T-Rex-Verschnitt mit Horn oben drauf. Mensch, wie heißt er? Ach.
Auch dieser Fleischfresser weiß, was ich meine. Alter, hat der mich erschrocken, Alter. Junge, Köttel, richtig tief in der Hose, aber richtig tief. Und der Vogel ist gestorben. Welcher Vogel? Gegen Vogel ist doch was gestorben. Nein. Nein, warum? Ah, weil mir das gerade angezeigt wurde. What the fuck? Ja. Das könnte sein, wir haben ja einen Vogel verloren. Weißt du noch, wo ich gestorben bin? Hättest du den auch gekriegt, oder? Ist auch egal. Ich hab da nicht drauf geachtet. Ich hab mich erschrocken gerade. Wir brauchen ja nur im Clan-Dingens gucken, Jan. Da kannst du es doch auch sagen. Ja, deswegen hab ich ja gerade geguckt. Ja, und da steht's, oder was? So ein Petranodon, Level 74 von Raptor getötet. Ja, das ist der, den... der wahrscheinlich ich verloren habe, wo ich... gestorben bin, weißt du? Da, wo ich Metall gefarmt habe, wo sie mich getötet haben. Alter, warum finde ich denn jetzt hier keinen Skorpion, Mann? Ja, ich weiß, ich kann auch andere Viecher töten, Leute, aber... ein Skorpion, easy peasy, down machen. Und dann mehr Zitrin mitnehmen, wie man wirklich benötigt, weil... wir brauchen sowieso die ganze Zeit Zitrin. Oh, hier oben ist aber richtig kalt. Leck mich an die Füße, Alter. Oh, hier schneit's. Schneef. Oh, T-Rex. Schneef. Flöckchen, Weißflöckchen, wann kommst du geschniet? Ach so, ist das hier eine Raptor-Armee? Nennt man das hier eine Raptor-Armee? Das nennt man eine Raptor-Armee, Kevin. Okay, hier bin ich. Guck, guck. Kommt, springt hier runter. Kommt. Ne, Idioten! Und du? Raptor. Wuff. Dumm. Idiot! Also ich schick dir immer in Abgrund, Jan. Voll. Na? Versuchst du nach oben wieder zu kommen? Geht wohl nicht. Ja, Skorpione finde ich nicht. Ist sehr nervig gerade. Immer dann, wenn man die Viecher braucht, kommen sie nicht. Oh, zwei Skorpione auf einmal. Oh, schaffe ich beide? Drei! Eieieiei. Ich kann nicht schießen. Es leckt. What the fuck, Alter? Was war das? Immer diese Hurenlecks. Die kommen den Berg nicht hochgelaufen und ich stehe hier und schieße von oben runter. Da ist keine Pfeile mehr. Jan, könntest du mir mal ein paar Pfeile bringen? Hey, nein, Spaß. Komm, Kevin, nimm dein Schwert. Hau ihn auf die Fresse. Hier bin ich. Rupito, Rupito. Ich hab auf jeden Fall Zitrin, ne? Nimmst du da auf jeden Fall. Andere Wichser. Das andere. Da hinten kämpft gegen Adler. Ja, das ist richtig scheiße. Aber ich könnte dem Adler helfen und dann absnacken.
er einen Teil gesnackt und ich habe einen Teil gesnackt. Ey, abhauen. Okay, 44 habe ich jetzt schon mal. Ja, und hier ist ein T-Rex. Der vernichtet einfach wahllos alles. So, ich komme nach Hause. Oh. 44 reichen, ne? Oh. Oh, 25 Minuten. Wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüssi.